Wenn Sie sich heutzutage in einem von der Literatur noch nicht gänzlich verlassenen Kreis Freunde machen wollen, verehrte Zuseher, dann tun Sie gut daran, bei der Erwähnung des Nobelpreisträgers für Literatur im Jahre 1954, bei der Erwähnung des Namens von Ernest Hemingway, Distanz, also zumindest hüstelnde Abwehr zu markieren. Hemingway. Ausgerechnet Hemingway, dieser Macho, dieser aufbrausende Suffkopf, dieser Angeber, dieser uns von amerikanischen Bildungsoffizieren nach dem Zweiten Weltkrieg gnadenlos in die Schulbücher gedrückte Autorendarsteller. Mussten wir Schüler nicht alle unser Interpretationsgeschick an dem alten Mann und das Meer beweisen, einem Roman, von dem der Autor selbst sagte, da sei nichts zu interpretieren? Ernest Hemingway, der Salonlöwe, der Weiberheld, also bitte. Erinnern Sie sich nur an die Fotos, auf denen er mit toten Löwen, mit seiner Knarre, ja selbst mit seiner Schreibmaschine posiert oder mit dem protzigen Füllfederhalter. Ein Autor, über den mehr Bücher geschrieben wurden, als er selbst je produziert hat. An dieser Stelle könnten Sie, liebe Zuseher, eine gewisse Ich-Stärke vorausgesetzt einwenden, dass auch die Literatur zu Dante Alighieri, zu Shakespeare, zu Goethe bei Weitem die Seitenzahlen übertrifft, die jene Autoren selber zu Papier gebracht haben. Das wird Ihnen in der Diskussion aber nicht so recht helfen, denn die so automatisch wie höhnisch vorgebrachte Gegenfrage, Sie wollen doch nicht etwa im Ernst Ernest Hemingway vergleichen mit... Diese Gegenfrage kommt wie aus jenem Schießgewehr geschossen, von dem gerade die Rede war. Es scheint sich also um einen Fall mit unüblich robusten Widerborsten zu handeln. Einen Fall, der näheres Hinschauen verlangt. Ernest Hemingway, meine Damen und Herren, wurde im Juli 1899 in Oak Park, Illinois, der heutigen Vorstadt von Chicago, als Kind einer für die Verhältnisse der damaligen Zeit gutbürgerlichen Familie geboren. Der Vater war Arzt, die hochbegabte Mutter unterrichtete Musik und gab auch Konzerte. Für den kleinen Ernest, also sehr klein scheint er übrigens nie gewesen zu sein, für Ernest kam naturgemäß nur das Spiel auf dem Cello in Frage. Dieses Spiel reichte immerhin für einen Platz im Schulorchester. Eine bürgerliche Familie, das bedeutete in Chicago jener Jahre aber nicht nur Hausmusik, das bedeutete auch ein Sommerhaus im einsamen nördlichen Michigan, wo es in der Natur noch wild zuging, wo man unter freiem Himmel schlief, mit der Familie und mit Freunden ausgedehnte Jagdausflüge unternahm, um Fischen, Vögeln oder anderen Jagd- oder verzehrbaren Tieren zu zeigen, wer der wahre Held dieser Wildnis ist, Erbe jener amerikanischen Kolonisatoren, die Gott der Allmächtige selbst für diesen großen Flecken Erde auserwählt hatte. In der Schule zeichnete sich Hemingway in keinem Fach besonders aus. Gut, für Englisch und Sport zeigte er eine deutliche Begabung. Das führte in den Journalismus. Das wies von heute aus betrachtet in die Richtung der großen Kollegen Mark Twain oder Sinclair Lewis. Viele der berühmt gewordenen amerikanischen Autoren des 19. und des 20. Jahrhunderts bekannten sich später gleichsam inbrünstig zu diesen bisweilen obskuren Lokalredaktionen, in denen sie ihre erste stilistische Prägung erhielten. Das ist ein schöner Beweis für Dankesschuld. Allerdings muss man an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass es auf unserem Planeten auch heute noch mehr Lokalredaktionen als bedeutende Autoren gibt. Ich warne daher alle jungen Schriftsteller vor einem allzu blinden Vertrauen in diesen Mythos. Damit wollen wir die Arbeit der Redakteure nicht schmälern, aber Hemingways spätere Schreibkunst auf den verkürzten Stil eines Lokalreporters zu reduzieren, dem von seinem Redakteur eben nur so und so wenig Zeilen gestattet waren, das heißt in der Tat diese Kunst gewaltig zu unterschätzen. Man wird übrigens Reporter, Journalist, weil man dabei sein will, weil man Glanz von anderem Glanz auf die eigene Person ablenken will. Für Hemingway trifft es in mehrfacher Hinsicht zu.
im Krieg, doch auch im sogenannten zivilen Leben drängte es ihn stets an die Front. Und genauso in der Literatur. Blickt man auf die Namen der literarischen Freunde und Kollegen, mit denen er Umgang pflegte, dann finden sich auf dieser Liste fast nur Vertreter der künstlerischen Avantgarde. Gertrude Stein etwa, oder Ezra Pound, James Joyce, John Dos Passos, Francis Scott Fitzgerald und viele, viele andere Autoren, deren Werke heute noch bestimmen, was für lesenswert gilt und was nicht. Und dasselbe gilt auch für des Schriftstellers Malerfreunde. Auch hier suchte er die Nähe zu den Neueren, zu Picasso, zu dem dichtenden Maler Picabia oder zu Juan Gris, um jetzt nur die berühmtesten zu nennen. So viel zu einer flinken ersten Korrektur am populären Klischeebild des brahmabasierenden Großwildjägers. Ernest Hemingway, meine verehrten Zuseher, lebte zwischen 1899 und 1961. Das war eine Zeit, die nicht nur durch zwei Weltkriege geprägt war. Es fehlte auch nicht an kleineren, selten weniger blutigen Scharmützeln um koloniale Eroberungen. Es herrschte literarisch kein Mangel an der Verklärung des Kriegers, des militärischen Helden. Wenn wir uns nun Hemingways ersten bedeutenden Roman zuwenden, auf Englisch erschien er 1929 als A Farewell to Arms, auf Deutsch ein Jahr später mit dem weitaus weniger deutlichen, fast idyllischen Titel In einem anderen Lande. Dann trifft das gerade beschworene Klischee eine weitere Erschütterung. Denn In einem anderen Lande gehört nämlich in jene Kategorie von Kriegsbeschreibungen, für die bei uns im Westen, in Europa, exemplarisch der Name des nur um wenige Jahre jüngeren Erich Maria Remarque und dessen Buch Im Westen nichts Neues steht. Remarque und Hemingway sind sich, da waren die beiden schon älter und sehr berühmt, einmal begegnet. Remarque, der nicht in erster Linie als Liebhaber anderer erfolgreicher Autoren bekannt war, bewunderte den amerikanischen Kollegen. Ihre Romane, also Im Westen nichts Neues und In einem anderen Lande, hatten schon vorher miteinander Bekanntschaft gemacht. Bei der öffentlichen Bücherverbrennung der Nationalsozialisten im Mai 1933 in Berlin flogen sie gleichsam Seite an Seite ins Feuer. Remarque und Hemingway standen eben weder auf der patriotischen Seite der frisch fromm dümmlichen Ganghofers, die den Krieg bejubelten, noch im elitären Lager der existenzialistischen Zyniker, wie Ernst Jünger, die das Treiben auf den Schlachtfeldern zu einem rauschhaft poetischen Reiz der Sinne hochstilisierten. Der deutsche Titel des Romans In einem anderen Lande spielt auch auf den Umstand, dass die Vereinigten Staaten erst 1917 in den Weltkrieg eingriffen. Wer vor diesem Zeitpunkt als Amerikaner für die Mächte der Entente, also für Großbritannien, Frankreich, Italien und deren Verbündete ins Feld ziehen wollte, musste sich einer anderen Streitmacht, einem anderen Land verpflichten. Raymond Chandler, der spätere Mitbegründer des schwarzen Kriminalromans, schloss sich den Kanadiern, also damit den Briten, an. Ernest Hemingway meldete sich als Sanitäter bei den Italienern. Genau dieses tut auch der Held des Romans, tut Frederick Henry, ein junger Amerikaner, der in Rom Architektur studiert. Er meldet sich als Freiwilliger zu den Sanitätern, kommt an die Front am Isonzo im östlichen Italien, erlebt bei einer Granatenattacke, was es bedeutet, sein Leben für andere zu riskieren und was es bedeutet, selber verletzt abtransportiert zu werden, ungewiss, ob denn das durchschossene Bein beim nächsten Aufwachen bereits amputiert worden ist. Frederick Henry hat Glück. Sein von vielen Kugeln durchsiebtes Bein wird nicht amputiert. Er hat sogar mehrfaches Glück. Eine Krankenschwester, in die er sich am Isonzo verliebt hat, wird ausgerechnet in jenes Lazarett in Mailand versetzt, in das der Held verlegt wurde. Die beiden werden ein Paar. Ein Kind ist auf dem Weg. Dann gerät Frederick Henry wieder an die Front, flieht in einem desaströsen Gefecht in Kontakt zu seiner Truppe, wird folglich bald als Deserteur verfolgt.
Die Geschichte scheint dennoch halbwegs gut auszugehen. Dem Paar gelingt eine abenteuerliche Flucht in die Schweiz. Doch das Ende ist nicht glücklich. Der Säugling, ein Bub, wird tot geboren. Die schottische Krankenschwester stirbt an inneren Blutungen. Das ist klar, meine verehrten Zuseher, das ist ganz großes Kino. Und wurde in kurzer Zeit auch gleich zweimal verfilmt. Gary Cooper und Rock Hudson interpretierten die Rolle des Helden. Aber selbst auf die Gefahr, sie hier durch eine Wiederholung zu langweilen, entscheidend an dieser Geschichte ist eben, dass sie nicht Helden verklärt, sondern Opfer beschreibt. Auch das Opfer Ernest Hemingway, dieses freiwilligen Sanitäters, der selbst mit einer Beinverletzung im Spital von Mailand den Spruch der Ärzte abwarten musste, ob es denn nicht doch zu einer Amputation werde kommen müssen, wie eben bei seinem Helden. Opfertum, Heldentum, Romantik, meine Verehrten, so sehr, das sind so die literaturkritischen Wanderbaustellen, wenn heutzutage von Ernest Hemingway die Rede ist. Dabei wird aber leicht ein anderes Motiv übersehen, das mir nicht weniger wichtig erscheint, nämlich die realistische Würdigung der Helden gegenüber ihrem Schicksal und, das ist genauso wichtig, in einer Gesellschaft, die ihr Gesicht längst in der Masse verloren hat. Gut, in aller Regel geht es um die Würde der männlichen Helden. Mit Frauen tat sich der vielfach verheiratete Hemingway bekanntlich schwer, im Leben wie auf dem Papier. Werfen wir nun einen kurzen Blick auf jene Geschichte, auf jene Novelle, für die er 1954, 7 Jahre vor seinem Selbstmord, den Nobelpreis erhielt. In diesem Selbstmord spielt übrigens jenes Schießgewehr wieder eine Rolle, dessen Bild hier zum letzten Mal heraufbeschworen sei. Der alte Mann und das Meer. Sie erinnern sich, ist die Erzählung von einem alten Fischer, der einen riesigen Marlin fängt, seine Beute aber wieder verliert, weil sich Haie über den Fang hermachen, angelockt vom Blut. Als das Werk erschien, jubelte die Kritik, verglich Hemingway mit William Faulkner und mit Herman Melville. Klar, Fisch zu Fisch, Moby Dick zum alten Mann und das Meer. Aber Hemingway mochte Moby Dick ganz und gar nicht, gerade wegen der dort enthaltenen Anspielungen auf die Bibel. Ihm ging es, wie er schrieb, einfach um eine starke Geschichte. Wenn die stimmt, wenn sie überzeugend aufgebaut ist, so glaubte er, hält sie auch leicht die tollkühnsten Interpretationen aus. Aber je älter, anfälliger und dem eigenen Ruhm Tribut zollend Hemingway wurde, neigte er auch zu poetologischen Deutungsmustern des eigenen Werks, die selbst tapfere Liebhaber seiner Prosa bisweilen verstimmen konnten. Am bekanntesten ist seine Theorie von der Erzählung als ein Eisberg. Der Autor beschreibt immer nur den sichtbaren Teil eines Phänomens, die untergründige Bewegung, die Spannung erfolgt aber durch all die Teile, die dem Auge des Lesers verborgen bleiben. Das kann, das muss man aber nicht für gescheit halten. Künstler sind selten begnadete Entzauberer ihrer eigenen Tricks. Hemingway macht da leider keine Ausnahme. Aber durch solche Anfechtungen müssen seine Liebhaber eben durch. Sie sind schließlich einem Helden verpflichtet.